auch mein Plan, weil ich gemerkt habe. Klingt. Sieht soweit. Aber bevor ich dich verlasse. Gut aus. Oh, ich glaube, ich bin da. Ja? Aber nicht da, wo ihr seid, da. Nee. Sondern allgemein in dem ganzen Baugebiet da. Ah, jetzt geht der Weg wieder hoch. Ist nicht so gut. Lass dir mal ein bisschen Zeug da. Ja, das ist super. Bei welchen Koordinaten baut ihr denn gerade? Warte. Fast Mitte, 0-0. Ja. Hier vorbei? Was hin? Ich muss da vorbei an der Insel. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Immerhin. Hier sind ein paar Hühner und ein Schwein noch. Töte mal nicht zu. Ich sehe dich, hallo, mich? Hallo. Nein, der Benni. Was, mich jetzt? Ach da, Benni, hallo. Sich. Ah, ich bin am 0-0 angekommen, endlich. Ach so. Noch ein Stück geradeaus, dann findest du Mr. Vlog. Also wirklich bei ganz 0-0. Weil es hätte ja keinen Sinn jetzt gemacht, da auf dich zu warten, oder? Nein, alles klar, alles gut. Ich bin eh auf dem Weg. Ja, mein, wie sieht's aus? Ich gehe nicht vor die Tür. X bin ich immer wieder bei 0 und Y noch 600. Du gehst nicht vor die Tür. Ah, hier ist Licht, ich sehe Licht. Oh, ist das schön. Weg hier. Hallo. Hi. Habt ihr irgendwo einen Unterschlupf? Muss aufpassen, da oben rechts, da sammeln sich gerade so ein paar. Hier sind ein paar Spinnen von rechts. Oh. Ich habe jetzt zumindest schon mal wieder den Berg gefunden oder die Klippe, wo wir vorhin angekommen sind. Wir sollten zumindest ein kleines Loch in eine Fels schlagen oder was, eine Tür vormachen, irgendwie sowas. Sag mal. Stirbt das Ding auch? Ach, brauchst du noch Hilfe? Sag was. Weiß nicht, irgendwie stirbt das nicht jetzt. Ah. So, ich baue ganz schnell ein Bett, dass wir hier respawnen können. Ja, mach das. Ich halte mal ein bisschen den Rücken frei. Oh. Ich fahre jetzt einfach mit dem Bullchen da außen rum. Können wahrscheinlich nicht schlafen wegen Fenster in der Nähe. Ja. Oh, geht. So, mein Spawnpunkt müsste jetzt hier gesetzt sein. So. Weiß nicht, ich suche gerade noch nach einer Höhle. Einfach nach unten graben halte ich gerade mal nicht für sinnvoll. Ich mich jetzt hier an Land. Hab jetzt in demselben Bett geschlafen? Ist das für deinen Spawnpunkt schlecht oder? Nein, das ist egal. Okay. Das ist egal, ne? Ja. Das ist nur schlimm, wenn das Bett wieder weg ist. Oh, Höhle, nice. Stirb doch, so. Also, wenn wir rausgehen, müssen wir erstmal in die Richtung, die ich jetzt gucke. Das Skelett oder kommt's nicht? Hallo. Ach so, ihr wisst, ihr könnt auch Dinge auf den Sekundärslot packen, ne? Außer das Schild. Ja, das stimmt. Echt? Also, wie geht falls das? Ihr, mit F. Das heißt, ihr könntest theoretisch das Schwert auf der normalen Taste haben und was weiß ich, einen Direktblock, falls man den mal braucht, auf der Rechtsklick-Taste mit F gepackt. Okay. Skelett, ich werde dich jetzt einfach mal nicht. Das ist ja krass. Beachten. So. Du triffst mich eh nicht. Nee. Kann ich endlich Wirbelwind-Barbar auch in Minecraft skillen? Zwei Einhandwaffen. Du kannst. Das funktioniert. Du kannst. Das geht nicht. Nein. Du kannst nur einen Bogen auf die Sekundärwaffe, auf den Sekundärslot packen und nutzen. Pff, Dämonenjäger. Okay, ich bin jetzt hier in dem Fichtenwald. Ich glaube, da bin ich ganz gut. Jetzt einfach mal. Gehe ich hier runter? Gehe ich nicht? Doch, oh, da drüben Creeper ist und Skelett, Marder. Ah. Oh, du. Renn. Ach, ich kann nicht mehr rennen, ich habe Hunger. Du hast so viel Fleisch von mir bekommen. Ja, ich muss das nur mal braten und essen und suchen. Da war doch auch so viel gebratenes, oder? Nee, nur zwei Stückchen waren noch gebraten. Eisen! Das war auch noch anderes Fleisch, ne? Also ja. Da waren zwei verschiedene Fleischsorten. Ich will doch nur blocken und einen Creeper. Oh, eine Hexe unten. Oh mein Gott, drei. Willst du mich verarschen? Ich glaube, blocken Creeper. Kannst du mit dem Schwert. Oh, da guckt ein Zombie durch die Tür. Ich habe hier schon mal ganz viele. Ich treffe Dings nicht. Gefunden. Was? Nein. Packeln. Ah, guck mal, ich bin hier. Lass mich weiter, warte mal, lass weiter von den Sachen weggehen. Ach, hi, Brainy. Einmal noch. Tot. Creeper tot. Ah. Ich habe da so einen Unterschlupf gebaut, da können wir theoretisch rein. Also Etag jetzt. Ja, aber nur okay, für... Gib mir mal ein paar Sachen zumindest wieder, dass ich mich Schwert. Oh, eins von mir ist noch da. Der danzt hier gerade rum. Ja, ich baue dir mal eben was. Mhm. Oh, es wird Tag. Weil ich habe mich dein Schwert annektiert. Mensch, das ist ja wie bei mir zu Hause hier. Das ist so schön. Na, weiß, danke schön. Was brauchst du noch?
Bitte? Ja, das andere kann ich mir gleich selbst. Hier, deine Pickaxe kannst du wieder haben, brauche ich ja nicht. Aua. Warum kann ich denn jetzt so. Weil der Zombie dich angeschickt hat. Oh, jetzt hat Vlog deine Pick aufgesammelt. Ich glaube, ich werde mich erstmal. Ich? Kann oh, ich jetzt, sorry. Kann ich mich natürlich. Oh, fuck. Scheiß Maus. Da. Dankeschön. Oh, haben wir hier irgendwo was Essbares? Haben wir. Achso, genau. Ah. Ich wollte gerade was in den Ofen schmeißen. Da kam dann das Viech an. Zack. Okay. Und. Haben wir hier helles Fleisch irgendwo? Nein, aber. Ja, perfekt. Wir brauchen mehr Öfen. Ja, ich mache jetzt einfach noch eine zweite Backbench hin, weil ich den noch. Ja, zünd mich halt an, du Zombie. Ach, guck mal, hier haben wir ja schon ein Häuschen. Also super. Ich gehe mal kurz ein bisschen auf die Reise und suche mal was zu essen. Ne? Ist hier quasi jetzt hier unser. Was ist jetzt hier? Ich müsste mal gucken, was, wo wir jetzt hier sind. Warte. Da. 00 sind wir. Das ist. Also theoretisch ist, hatte ich das hier nicht als Wohngebiet eingezeichnet, hat aber als drittes Wohngebiet als drittes. Im Hinterkopf. Okay. Wir können aber auch das natürlich umändern, weil wir jetzt gerade hier sind und sagen, so, wir setzen das jetzt sowieso schon als Wohngebiet. Du, Schäfer, ich mir egal. Nicht mir egal. So. Das war halt nur so grob überlegt. Aber oben ist halt die Fläche größer, hier unten ist halt ein bisschen kleiner von der Fläche her. War der noch gerettet, ey. So, ich trete jetzt den Rückweg an. Oh, da sind Kürbisse. Sonst können wir auch erstmal hier ein bisschen was aufbauen und wenn wir dann ein bisschen besser Grip haben oder so, kann dann jeder, also wir können jetzt hier erstmal noch ein bisschen zusammen sammeln und dann, wenn wir quasi ein bisschen was haben, dann kann ja jeder dann, wenn er ein bisschen Zeit hat, sich ein bisschen umgucken und gucken, wo er dann bauen möchte. Baby-Zombie. Schafe. Wenn jemand doch hier bauen möchte, dann ist das halt, ich meine, dann ist das Dorf halt ein bisschen größer. Hat jeder ein bisschen mehr Platz zum Bauen. Eben, es wäre noch ein paar Leute dazukommen. In meinen Augen. Ja, wenn du nicht wieder so ein riesen Schloss, also du kannst ruhig wieder so ein riesen Schloss bauen, also das war im Grunde noch klein. Also, ich meine, wir haben so viel Fläche, das sieht auf dem Map nur relativ klein aus, aber das ist viel. Ja. So. Nur mal schauen, haben wir hier noch irgendwie eine zweite Höhle? Oh, 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 oh. Skelett, Skelett, Skelett. Ein Eisen wäre ja ganz Premium. Ich muss bin ich schon dabei. Nicht töten. Bin schon dabei am Farmen. Ach, du brauchst deine zweite Höhle. Perfekt. Schau mal, da hinten müsste eigentlich das Gebirge sein, wo wir vorhin. Ich habe auch schon ein paar Eier jetzt. Mit ein bisschen Glück können wir uns eine kleine Zucht aufmachen. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, bauen wir das, was wir draußen stehen haben, stellen wir mal mit ins Häuschen rein oder bauen da was drumherum, ne? Boah, geil, Kühe. Ja. Eine richtig schöne Eierzucht. Richtig schöne Eierzucht. Ach, hab ich das vermisst, mit dem Mind aufzunehmen und zu zocken. Ach, guck mal an, was ich hier gefunden habe. Eisen. Oh, dann können wir uns ein Schilder, Schilder bauen. Das wäre ja nicht schlecht. Ein Schild und 4-6 Holz, irgendwie sowas, ne? Hunger? Eine gute Frage, weißt du das? Ich habe das Rezept eben nachgeguckt. Ich müsste, also... Yay, mehr Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Eisen und Holz für das Schild, das ist nicht gerade toll. Leckt doch minimal. Ja, ja, bei mir auch. Also die, wenn ich Steine abbaue, sind sie sofort wieder da und danach sind sie wieder weg. Dann kriegt der Server mehr RAM. Das ist ja nicht das Problem. Was? Ja, wenn du dem, kannst du dem Instant zuweisen oder dann für morgen oder sowas? Fast Instant, also ich würde das dann nachher machen. Okay. Ja. So schlimm ist es noch nicht. Ich nee, bin jetzt nicht jetzt viel weiter weg. Was für eine Render Distance habt ihr denn eingestellt? 16. Wenn du dein Leben voll hast. Okay, dann achso, Render Distance. Render Distance ist wo? Achso, doch 16 Chunks, ja. Dann nehmen wir bitte runter auf 14 oder 12. Okay. Dass der Server nicht so viel arbeiten muss. Dann werde ich das in der Config mal runterdrehen, dass man eh nicht 16 bekommt. Weil das ist natürlich auch immer so eine Sache. Umso mehr Chunks kannst du dem, kannst du dem Server schon direkt zuweisen, obwohl ich das auf, zum Beispiel sagen wir mal 16 stehen habe, dass er trotzdem nicht mehr hochlädt, nicht mehr lädt als 14 oder 13. Ja. Was, aus Performance-Gründen kann ich das machen, ja. Das ist natürlich cool, wenn man sowas machen kann. Ja. Ah, guck mal, jetzt haben sie alle bis, glaube ich, runtergestellt. Jetzt geht's wieder ein bisschen. Sofort wieder besser. Weil ich habe mir gedacht, erstmal gucken, sag ich mal, mit Minimaleinstellung vom Server, wenn nicht so viele Leute drauf sind, dann braucht er auch nicht so viel Leistung, von daher. Ja. So. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Ja, tatsächlich, jetzt geht's.
Ja. Ich leg mal das Rohstofflager von außen nach innen um. Damit das ein bisschen vor den ganzen Viechern geschützt ist. Hast du oben eben platt gemacht, oder was? Ein bisschen Platz geschaffen. Bin ich dabei. Wie viele Boote wir haben. Was ist denn hier los? Aha. So. Du kommst raus. Marder erhört dich trotzdem. Jetzt muss ich mir erstmal ein neues Dings machen. So, wo ist meine Pick? Ach, ich hab die in der Kiste. Ah, der Mr. Wheelock direkt wieder hier einen Hut auf. Das ist ja. Ja. Unerhört sowas. Boah, ich muss sie ja mal abnehmen. Ich laufe jetzt hier schon, weiß nicht, seit 5 Minuten so rum und man sieht einfach gar nichts. Eigentlich wollte ich ja zurückkommen, aber auf der anderen Seite habe ich hier eine riesige Höhle gefunden. Sag mir mal, wenn ein Ofen frei ist, dann werfe ich mal das Eisen da rein. Achso, ich setze ihn mal noch drin, dann können wir da das Eisen reinsetzen. Draußen ist es mir ein bisschen zu gefährlich, wenn wir noch nicht ausgeleuchtet haben. Ja, bei Nacht halt, ne? Ja, das ist halt das Problem. Echt schief, schnell schief gehen. Gerade jetzt auch mit der neuen Kampfmechanik, wenn man das noch nicht immer... Oh ja, das ist eine schwierige Umgewöhnungssache. Na. Schwierig. So, die Kisten sind alle drin. Hat jemand Kobbel? Habt ihr Kobbel? Dann kann ich doch direkt hier. Richtig viel Cobblestone. Ich werde vielleicht mal die Kisten füllen. Dann würde ich sagen, sortieren wir das Ganze auch schon mal so ein bisschen, ne? Da fand ich schon mal ein bisschen Holz noch. Schade ist es, dass wenn man die Fackel in der Second Hand hat, also das nicht leuchtet, Hand, dass da nicht ausgeleuchtet wird, ja. Das wäre mal richtig geil noch. Das war in der Primärhand ohne Mod auch schon nicht, von daher. Ja. Oh, Lava, das ist gefährlich. Wo hast du nur Lava entdeckt? Ich bin ein Stück weiter weg in der Höhle. Ach so. Machst also hier Eigenbrötler, oder was? Ja, ich wollte halt Eisen holen für Schafe, weil ich die nicht unbedingt killen wollte. Und dann habe ich hier so eine fette Höhle gefunden, dass ich mir gedacht habe, ja, gehst du zurück oder holst halt alles aus der Höhle raus. Hab mich für Letzteres entschieden. Oh mein Gott, hast du irgendwie die Kohle oder so hochgestellt? Ich finde ja eine Kohle Ader nach der anderen hier. Das weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. 100 also ich habe auf jeden Fall die Diamanten um 2 Chunks nach oben gesetzt. Also okay. Nicht, dass sie, weil sonst sind die ja zwischen 0 und 11 gespawnt oder 0 und 12. Und 0 und 16. Oder 16, die habe ich jetzt auf ab 4 halt gesetzt, weil unterm Bedrock spawnen macht gar keinen Sinn im Grunde. Das stimmt. Deswegen könnte es sein, dass man auch besser Diamanten findet.